Ja, wer muss selbst noch Feierabend ran? Es ist der Megamann. Megamann geht einkaufen, entdeckt eine Flasche Ketchup, die noch nicht abgelaufen ist und stellt sie deswegen zurück ins Regal, während er seinen CD-Walkman anmacht, um ein Lied zu hören, das gerade im Hintergrund läuft. Gleichzeitig schaut er auf sein Handy das aktuelle Spiel der Broncos gegen die Schnodlonstens, gegen Dankatsu an. Und, weil er ein Häusle bauen will, telefoniert er danach mit Häuslebauermann, der sagt, wir brauchen Elektriker. Und deswegen lassen wir uns ein Angebot einholen von Pluckman. Ich finde, Pluckman wäre ja ein idealer Kandidat für so ein Revival von der Gemini-Man-Fähigkeit. Das wären dann zwei. Und die hießen dann Pluck-and-Play-Man. Schenkelknopf, mein Gott, bin ich heute gut. Leckt's mich am Arsch. Sollte Komödie studiert haben. So, egal. Nein. Was war jetzt drauf? Ah ja, genau. Ich glaube, die Cindy. Nicht Cindy und auch nicht Cindy. Hat sich gefragt. Was ist denn das für ein Standort, den der erfüllt? Was für ein Standort ist das? Wo kann ich den einstecken, den Steckmann? Und es ist nicht der deutsche Standard. Es ist absolut nicht der deutsche Standard. Okay, oben lang was nicht. Schnell. Jawohl, ganz schnell. Wir wollen alle ganz schnell weiterkommen. Boah! Nein, Shark! Shark an! Kark! Verdammt! Ich brauche nur das Leben. Ich brauche das Leben. Moment, ja. Boah, bin ich gut. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das habe ich in Mega Man 2 nie geschafft. So. Ja, Ninja Man, wir finden einen Reinrampel, mein fieser Cousin, der sich angezogen hat, wie ich bei Nacht. Und, was wollte ich jetzt gesagt haben? Verdammt, ich... So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, der Pet Thrower lässt sehr stark an mir zweifeln, weil ich absolut keinen blassen Schimmer habe, wie man Lavaman einfach finden kann. Er findet, Lavaman ist so einfach. Der ist ganz simpel, sagt er. Nein! Ich finde ihn furchtbar schwierig. Das erste Mal, als ich da war, als ich ihn besucht habe, hat der sackgesichtige Dünnkopf, obwohl ich die Spezialwaffe gegen ihn hatte, hat dieser blöde Sack mir es auch tatsächlich geschafft, mich umzubringen. Ganz easy. Ja, also ich habe die Waffe verbraucht, bis sie keine Munition mehr hat. Sonst hätte sie ja nicht verbraucht. Lebenspunkte? Hat ja jemand Lebenspunkte? Lebenspunkte, ganz viele. Okay, gut. Drei Stück auf dem Monitor. Dann kann... zumindest ein paar eigentlich... Nein, verdammt nochmal! Nein, jetzt habe ich, glaube ich, wieder mehr verbraucht. Genau die Situation wollte ich eigentlich unterlassen, aber nein, man muss ja gierig sein. Ganz gierig. Ich komme vor. Okay. Das lassen wir uns jetzt. Boah, jetzt muss ich mal. So. Jesus Maria. Boah, der ganze. Wieso kommt jetzt. Weg. Weg. Ich hasse diese Stelle. Nein. Oh, nein. Wie, jetzt lasst jemand in der. Das brauche ich wieder. Das ist die Droge. Das Problem ist, ja, jetzt kommen die wieder. Ja, jetzt aber. Zack. Bams. Nehme ich das mit? Jawohl. Nein. Scheißdreck. So, das nehmen wir mit. Komm hoch. Nein, dein nicht du. Das ist nicht. Okay. Und? Das gucken wir nach. Das ist gut. Ich gucke jetzt mal nach, ob der Energie rauskommt. Nein, okay. Weiter geht's. Mal sehen, ob ich den Boss nicht besiegen werde. So, mal gucken. 1, 2 und 3. So, wenigstens das Leben noch mitnehmen, weil sonst werde ich jetzt gleich unglaublich krass sterben. Nein, Lavaman konnte ich nie. Ich hatte die extra Waffe verbraucht leider Gottes etwas mehr. Oder hat zu wenig Munition, als dass man ihn damit besiegen könnte. Der hat halt immer noch ein bisschen Rest übrig. Den man am besten wahrscheinlich Buster Only macht. Ich hab da nicht hingekriegt. Der hat mich totgestampft, der ist rumgesprungen. Und der hier ist auch schwer. Ich weiß nicht, ob ich ihn Buster Only packe. Genau wegen diesem Fuck-Kack-Sprung. Nicht, dass er diese kleinen
Mistsprünge kurz macht. Nein! Oh ja, genau! Genau so! Genau so mag ich dich! Nein! Nicht zu nah an der Wand ran! Ja, verzweifelt! Triff ihn! Triff ihn! Oder so! Triff ihn! Yay! Waha! Jesus! Ha! Jesus ist mein Robot-Mechaniker! Aus Texas! Ich bin ganz ehrlich, das Ding, dieser Kampf, ist für mich ein rotes Tuch. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob man mit einem bestimmten Vorgehen den immer so ähnlich erledigen kann und ob das jetzt wirklich tierisches Anfängerglück war. Dieser Typ, Gayman, dieser Typ ist unglaublich kacke. Ich finde ihn wahnsinnig schwierig. Eine Einschätzung geben, würde ich sagen, gehört zu den vielfach zu den absolut schwierigsten. Vielleicht nicht ganz der schwierigste, aber fast der schwierigste. Oder ist der schwierigste, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Oh yeah, wir haben einen Kreisel fürs Museum. Ich konnte den Produktcode auf dem Metallfragment analysieren. Es ist ein Imitat aus China, Megaman, mitgebracht hat. Der Lebenszyklus des Roboters war abgelaufen und er sollte verschrottet werden. Können wir ihn denn noch garantiemäßig abgeben? MIT tun diese echt leid, Roboter. Diese Roboter echt leid. Aber ihr Verwendungszeitraum wird vom Gesetz festgelegt. Sie sollten also verschrottet werden. Sind sie vielleicht deshalb durchgedreht? Das ist ein Fall für das Galileo Mystery Team. Doch werden wir Ketchup kaufen oder neue CDs, die Sportschau moderieren. Oder aber Roll am Bauarbeitermann vorbeischicken. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Mega Man 9. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine lieben Schnuckelinchen.